Liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. In vielen, vielen Sendungen habe ich bereits immer wieder das Thema angesprochen, wie Vergebungsarbeit funktioniert. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Modelle, unterschiedlichste Techniken. Und eine wollen wir uns heute mal da rauspicken. Es geht um Ho'oponopono. Bestimmt haben es schon viele gehört. Aber wir wollen in dieser Sendung mal rausarbeiten, was so die Essenz davon ist, wie können wir das anwenden, wo wenden wir das dann idealerweise an. Und zum Schluss der Sendung wollen wir auch mal schauen, wie wir das auf die aktuelle, ich sag mal, Weltenlage anwenden können. Und dazu freue ich mich sehr, euch einen neuen Gast bei uns hier bei Blaupause TV vorstellen zu können, Gerald Weiß. Ich grüße dich, mein Lieber, herzlich willkommen in der Sendung. Ja, danke schön, lieber Patrick. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch heute. Ja, ich hoffe nicht das Letzte. Da machen wir noch ein Telefon aus. Genau, Mai, so ist das halt. Das Telefon war aus, war anscheinend die Benachrichtigung, dass das Meeting jetzt anfängt, habe ich mir nämlich im Wecker gestellt. Ja, wir sind sehr pünktlich in der Zeit. Wunderbar, so soll es sein. Na, überhaupt kein Problem. Das ist alles menschlich. Das lassen wir natürlich auch drin. Genau, Gerald, gib uns doch mal so ein bisschen einen Einblick in dein Leben. Was machst du? Du hast ja mehrere Themen. Gewaltfreie Kommunikation wird eines unserer nächsten Themen sein. Ho'oponopono hat dich jetzt schon angesprochen. Das deutet ja sehr darauf hin, dass du so im Trainer-Coaching-Bereich möglicherweise zu tun hast. Erhelle uns, wie sieht dein Leben aus? Ja, also ich habe Politik studiert und Sportwissenschaft und habe mit Politik bis dato noch nicht so viel gemacht und ich bin dann eher in die Heiler-Geschichte gegangen, also als Ayurveda-Therapeut gearbeitet in Kassel viele Jahre und irgendwann hat es mich dazu gezogen, mich selbstständig zu machen, ein Seminarhaus gekauft mit Freunden zusammen. Und da haben wir eben eine Lebensgemeinschaft. Auch da ist es immer sehr hilfreich, konfliktlösende Methoden zu haben. Also in dem Rahmen habe ich das schon öfter angewandt. Und dann im Rahmen meiner Sport, sag ich mal, Ausbildung, habe ich dann viel Teamtraining gemacht, so mit verschiedensten Firmen, wo es darauf ankommt, eben Probleme zu lösen. Und da sind diese Techniken sehr hilfreich und dann habe ich das eben auch noch im Einzelcoaching, dass Leute hierher kommen oder ich auch irgendwo hinfahre und ich unterstütze eben bei Problemlösungen, genau. Mhm. Wie lange machst du das schon? Also mit dem Ayurveda-Therapeuten habe ich angefangen, 1994 war die Ausbildung und 2003 habe ich hier das Seminarhaus gekauft und ich würde sagen, seitdem 2003 Ho'oponopono ungefähr, ja, vielleicht ein bisschen später, ich weiß gar nicht mehr genau, mir sind immer so viele Techniken begegnet und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich versuche, verschiedene Sachen zu kombinieren, hat sich für mich herausgestellt, dass es zumindest für meine Arbeit effektiver ist. Ich weiß, dass viele Therapeuten haben irgendwie ihr Spezialgebiet und machen dann mehr eine Technik. Und es ist natürlich gut, sie erstmal in eine zu vertiefen. Aber jetzt, ja, gerade durch die, sag ich mal, aktuelle politische Situation, ob es Corona ist oder jetzt ein Krieg, habe ich festgestellt, mein Wunsch war es eben, diese Techniken anzuwenden auf ja, eben politische Umstände. Hm. Aber da kommen wir ja später dann noch zu. Ja, unbedingt. Ich meine, da sind wir Brüder im Geiste. Ne? Ich bin auch so jemand, der ständig guckt, was gibt's Neues, was habe ich noch was nicht gehört, kann man eine Technik irgendwie adaptieren. Es gibt zwar bei vielen einen roten Faden. Und ich sage mal so, bei den meisten Heilungstechniken oder sowas ist ja das Thema Vergeben und Verzeihen ja auch ein essentielles Thema. Ohne dem scheint es, egal welches Konzept wir anwenden, nicht zu funktionieren. Und ich bin, glaube ich, vor 10 oder 12 Jahren das erste Mal auf Ho'oponopono gestoßen, alleine weil der Name so verrückt klingt. Und ich dachte mir, das ist ja interessant, was soll das denn sein? Und hatte mich dann damit beschäftigt, das ein oder andere Buch gelesen und dachte mir, ach, guck mal an, das ist ja sehr interessant. Aber die Zuschauer wollen es ja nicht von mir hören. Gib uns mal einen Einblick, wie du das erste Mal davon gehört hast, wie du dich der Sache genähert hast und was waren so deine ersten Eindrücke, als du davon gehört hast? Ich glaube, das war durch die Bärbel Mohr, Kosmisches Bestellen oder so hieß das Buch, ein recht kleines Buch und das braucht zum Glück auch nicht so viel Studium, um das zu begreifen, wie es funktioniert und das heißt, ich glaube, ja, es war, wann das war, weiß ich schon gar nicht mehr, auf jeden Fall
Aber das ist so mein Einstieg. Und da auf jeden Fall habe ich auch schon hier in der Lebensgemeinschaft gewohnt und wir tauschen uns dann immer aus und probieren es auch gleich aus in unseren Sitzungen, wenn wir da Konflikte haben. Und dann waren hier auch Seminare darüber. Und ja, dann habe ich es auch, was eine sehr interessante Sache ist, gedacht, ich probiere das auch mal zwischendurch einfach aus. Zwar war das eine Situation, da ging es darum, meine Mutter hat mich angerufen während der Autofahrt und hat mir irgendwas erzählt von meinem Bruder, der hat was über mich erzählt, ja, dass ich immer so viel Geld geschenkt bekomme und müsste vielleicht lieber mich selber kümmern um mein Einkommen, weil der Erbonkel gerade gestorben war. Und dann habe ich gemerkt, das ärgert mich so ein bisschen. Ja, ich mag meinen Bruder sehr, aber irgendwie habe ich gedacht, ach, das fuchst mich. Und dann habe ich während der Autofahrt das angewendet. Und als ich dann hier nach Hause kam, kam meine damalige Lebenspartnerin auf mich zu und meinte, hey, schau mal, unser Haus, da war gerade ein Gast da, der findet das so toll hier, unser Heilungszentrum, der hat uns 700 Euro geschenkt. Er hat gesagt, okay, ist angekommen. Und ja, also das war ziemlich am Anfang, wo ich das kennengelernt habe. Seitdem wende ich es natürlich immer gerne wieder an. Das ist ja jetzt ein Kontext, den vielleicht die wenigsten schon mal gehört haben, ja, dass es bei eigentlich Vergebungsarbeit, dass du damit auch Geld verdienen kannst. Und ich meine jetzt nicht im Sinne von, dass du es coacht, wie es geht und andere natürlich dann einen Profit von haben, sondern dass das auf unterschiedlichsten Ebenen natürlich anzuwenden geht. Ich halte es immer für sich wichtig gehalten, auch sich erstmal in erster Linie mal selber zu vergeben, ja, was man, wie man ist, was man macht, wie man so drauf ist, seine Unzulänglichkeiten und auch seine Macken und Fehler natürlich einfach sich einzugestehen, dass jeder von uns die hat. Und dadurch wird es auch leichter, anderen Menschen natürlich ihre Fehler, Macken und so weiter auch so stehen zu lassen, wie sie sind. Lass uns aber, bevor wir da vielleicht in die persönlichen Ereignisse gehen, noch ein bisschen die Geschichte uns mal angucken. Wo kommt denn Ho'oponopono her? Hat ja schon so einen ziemlich verrückten Namen. Ja, Ho'oponopono aus Hawaii, sagt man. Und dort weiß man allerdings nicht genau, wie lange das zurückgeht. Also die Hawaiianer kennen das, seit sie zurückdenken können. Und hier in den Westen ist es eben gekommen durch den Dr. Hugh Lynn. Auch er war nicht jetzt der Erste, der das die Versuche gemacht hat, das also einer breiteren Öffentlichkeit beizutragen. Aber er war jetzt so der Erfolgreichste einfach. Und da gibt es auch eine ganz ja bedeutende Geschichte von ihm. Angeblich hat er in der Gefängnispsychiatrie gearbeitet und wollte die sagen wir mal, Insassen gar nicht sehen und hatte einfach diese Akten von ihnen durchgelesen und diese Anteile an Verrücktheit, die er auch in sich hat, eben immer wieder mit den Heilungssätzen bearbeitet. Und das heißt, dass die ganze Abteilung in der geschlossen war, weil keine Leute mehr drin saßen. Ich habe es nicht nachvollzogen, ob es stimmt, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Geschichte, ja. Ich glaube, es waren 70% Quote. Das ist so das, was ich in Erinnerung hatte. Ich kannte nämlich das Buch habe ich auch gelesen. Mhm. Dass er da Versuche gemacht hat, eben mit Häftlingen und erstaunliche Ergebnisse zum Thema der Resozialisierung sozusagen da gemacht hat. Ich glaube, vorher waren es 5 oder 10%, die sozusagen positiv so eine Haftanstalt am Ende verlassen haben. Und am Ende nach dieser Arbeit waren es 70%, also eine deutliche statistisch wahrzunehmende Quote letzten Endes. Und so ist er dann irgendwie so, also kann ich mich entsinnen, ist er dann drauf gekommen zu sagen, okay, da muss noch viel mehr dran sein. Aber ich kannte die Geschichte auch, dass er erst gar nicht mit den Insassen zu tun haben wollte, sondern das mehr oder weniger vor den Akten gemacht hat, ja, und dann diese Effekte sich eingestellt haben. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn wir sehen, Moment mal, welche Wirkung das hat. Und er hat das eben halt dann statistisch ausgewertet und dann ist es schon signifikant, ja. Und dann natürlich ist das auch ein hohes Indiz, dass es funktioniert. Vielleicht, weil du hast vollkommen recht, wir könnten jetzt versuchen, eine Stunde darüber rumzureden, wie das alles funktioniert und was Ho'oponopono ist. Allerdings müsste man fairerweise sagen, es täten in 10 Minuten, ist die Sache eigentlich erledigt, weil es so einfach ist, ne? Richtig, richtig. Also erstmal noch vielen Dank für die Korrektur. Ich konnte es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es 100% waren. Mhm.
Dann habe ich jetzt noch. Ich weiß es auch nicht mehr 100%, aber das ist das, was ich jetzt so aus dem Gedächtnis noch so adaptieren kann, dass es so, glaube ich, um die 70% waren. Ich meine, ja, selbst wenn es nur 20-30% gewesen wären und statt vorher 5 oder 10, ist es ja hier eine Steigerung drin, aber. Ne? Es funktioniert auf jeden Fall. Das hat der Mann auf jeden Fall rausbekommen. Soweit ich weiß, wird das auch aktuell immer noch in Schweden oder in den skandinavischen Ländern, in den Vollzugsanstalten nach wie vor eingesetzt, aufgrund der Forschungsarbeit. Aber bitte, liebe Zuschauer, nicht festnageln. Das ist, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, ich weiß es nicht 100%. Ne? Aber gut, lass uns doch mal über die Technik sprechen. Worum geht es denn letzten Endes dabei? Warum ist Vergebung und Heilarbeit in diesem Bereich so essentiell und so wichtig? Ja, also erstmal hat jeder irgendeine Art von negativen Gefühlen immer noch in sich. Also irgendeine Art von Wut, Ärger und auch Aggressivität. Und wenn ich den anderen eben verurteile, mit dem Finger auf ihn zeige, du hast das falsch gemacht, dann ist ja ein natürlicher Reflex von jedem Menschen, sich eigentlich zurückzuziehen und es abzuweisen, sagen, oh, damit habe ich nichts zu tun. Und er verschließt sich einfach, ja. Und dann ist eine Lösung so gut wie unmöglich. Und umgekehrt, wenn ich dem sage, okay, ich habe auch einen Anteil in mir, dann fühlt er sich verstanden. Es entsteht eine Resonanz auch in den Herzräumen, was man heutzutage auch gut messen kann, sogar schon ja beim HeartMath-Institut. Und dann entsteht eben so eine Brücke. Auch der Rupert Sheldrake mit den morphogenetischen Feldern hat das eben nachgewiesen, dass ich Menschen erreichen kann, auch wenn die gar nicht anwesend sind. Ja, also das ist natürlich toll, wenn der, sage ich mal, vermeintliche Streithahn, mit dem ich irgendwas habe, auch anwesend ist. Ja, das ist bestimmt effektiver, sich in die Augen sehen zu können und so. Aber es funktioniert auf jeden Fall auch über Raum und Zeit hinaus, eben über das, ja, wie man es nennen will, morphogenetische Feld. Das ist so die Erklärung. Würdest du noch was ergänzen wollen? Naja, vielleicht noch für diejenigen, die es noch nicht gehört haben oder, wie gesagt, sich gänzlich damit noch nie auseinandergesetzt haben, würde ich gerne noch mal in das Thema reingehen. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir uns nicht verzeihen können, vergeben, entschulden? Ist hier so ein, vielleicht kommen wir da auch in der Laufe der Sendung noch mal dazu, wie deine Ansicht dazu ist, ob diese drei Wörter eigentlich überhaupt das Gleiche meinen oder ob es da um das Gleiche geht. Wir haben verstanden, okay, es geht darum, ein Konfliktpotenzial, ja, also Fronten zu klären, könnte man einfach auch sagen. Und das geht natürlich am einfachsten über das Thema Verständnis für denjenigen und seine Lage. Aber warum, wie gesagt, ist das, was macht dieser Konflikt mit uns? Ja, wenn dort noch was ist. Vielleicht eigene Konflikte, die wir haben und natürlich Konflikte mit anderen Menschen oder Situationen oder dann noch höher in die Konflikte, mit denen wir mit dem System haben. Was erzeugt genau das? Das Außen heißt ja immer, ist ein Spiegel für mich. Das, was ich in mir trage, das wird mir gespiegelt und deswegen begegnet es mir. Das ist der Anteil, wenn ich den nicht sehen will, dann wird der Spiegel meistens größer, kommt näher und immer deutlicher, bis vielleicht, was ich einen Unfall habe oder Krankheit habe oder Leute bei mir im Haus stehen, die ich gar nicht haben will. Und von daher, das zu erkennen, ist der Schlüssel zum Glück. Und ich habe noch eine Ergänzung, was Ihnen jetzt direkt in Ho'oponopono passt. Das habe ich bei Greg Braden gelernt. Der hat über die indigenen Völker, das waren Nordamerikaner, von denen gelernt, dass du halt auch das gespiegelt bekommst, was du ablehnst. Ja, angenommen, du hast jetzt wegen mir überhaupt nichts zu tun, du warst noch nie gewalttätig in deinem Leben. Ja, es gibt ja Leute, die wirklich vielleicht weit entwickelt sind. Und meinst, nee, also mit solchen krassen Sachen kann ich keinen Anteil in mir finden, ja. Dann könnte es aber gut sein, oder Sicherheit, wenn es dir begegnet, ist es deswegen, weil du das ablehnst. Du verurteilst den anderen dafür, dass er eben so krass ist und Leute foltert oder sonst wie Dinge macht, die du dir selber überhaupt nie vorstellen könntest. Und da geht es dann auch darum, zu sagen, okay, ich verurteile das. Und dann kommt der Mensch auch nie da raus. Ich muss also selbst dem übelsten Übeltäter, den ich mir nur vorstellen kann, letztlich auch ja, die Liebe und Vergebung anbieten. Das ist quasi wie die Hand reichen, um ihn da rauszuziehen aus diesem Energiefeld.
Das ist sehr interessant, was du sagst. Das Thema hatte ich erst vor kurzem in einer anderen Sendung, wo ich mal den Unterschied gemacht habe zwischen Verurteilen und Beurteilen. Das sind nämlich zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir kennen das ja aus der, auch aus der spirituellen Szene, wo es dann immer heißt, ja, du darfst das nicht verurteilen, beurteilen. Also es geht generell um das Thema Urteilen über irgendwas. Ja, nun sehe ich das aus folgender Sicht. Wir haben ja nicht umsonst unser Urteilsvermögen bekommen. Ich sehe das so. Nachteilig für uns wird es immer nur dann, wenn wir etwas verurteilen. Gesundung bedeutet aber zum Beispiel auch beurteilen. Ja, ich sehe eine Situation oder ich sehe einen Konflikt und beurteile für mich, finde ich nicht gut. Ja, weil dann verdränge ich es auch nicht im Sinne dessen, dass ich sage, ach, da will ich erst gar nicht hingucken. Ja, jetzt bleibe ich mal bei dem, ja, eigentlich kein gutes Beispiel, aber wir kennen das alles, ne? Licht und Liebe und so und alles andere gibt es sowieso nicht, da gucken wir es gar nicht hin. Und das ist aus meiner Perspektive genau das Thema und auch das Problem, was wir in vielerlei gesellschaftlichen Schichten haben. Wenn schon geurteilt wird, dann wird in der Regel verurteilt und nicht einfach nur neutral beurteilt, finde ich gut, finde ich nicht so gut, kann ich mit leben, ist ein Kompromiss möglich, ja, nein, vielleicht. Sondern wir sind dann in der Verurteilung und die ist sehr wohl etwas, was dann energetisch ja auch wieder zu uns zurückkommt. Ja? Wie siehst du das Thema? Ja, also von der Wortwahl vielleicht, ich weiß jetzt nicht, Wortstamm Urteil, wo das herkommt, ist wahrscheinlich schon richtig oder falsch. Also man kann einfach gesagt beobachten und gucken, ist das dem Leben dienlich sozusagen. Dann bin ich vielleicht noch neutraler. Und auch dasselbe ist mit dem Wort Schuld. Ja, das ist für viele Menschen hat das eben schon eine negative Schwingung. Ja, und deswegen versuche ich dann das Wort beschuldigen irgendwie gar nicht mehr zu benutzen. Ist auch nicht schlimm, glaube ich, wenn man es mal macht. Aber eben versuchen in der Sprache schon genau zu sein, wenn ich was beobachte, was eben nicht gut tut, das klar zu benennen. Und dann auch Stopp sagen zu können und zu sollen. Und das finde ich jetzt bei Ho'oponopono eben total genial, weil es eben mir wirklich die, ja, die Möglichkeit auch gibt, zu reflektieren, was tut mir nicht gut. Und eben, du hast eben die spirituelle Szene so angedeutet. Ich war auch schon bei diversen Satsangs und habe heilige Bücher gelesen. Da hat mir das oft gefehlt, ja, dass es gibt eben tatsächlich definitiv destruktive Menschen und Energien und da einfach für sich eine Grenze zu ziehen und da zu sagen, Stopp, das denke ich ist auch genauso natürlich. Und nur wenn die zwei Sachen zusammenkommen, dann funktioniert es, glaube ich, auch wirklich gut. Ja, wie gesagt, ich versuche das wirklich zu differenzieren. Für mich ist jedes Wort hat eine eigene Bedeutung. Und insofern ist Entschuldigen, Vergeben nicht das Gleiche für mich. Ich mache es vielleicht mal an einem plastischen Beispiel. Schuld ist immer in der Regel etwas, was von außen kommt. Ja, irgendeiner gibt uns Schuld. Es gibt auch Menschen, die sich selber die Schuld für irgendwas geben. Das ist auch okay, das gibt es. Aber ich bleibe jetzt mal beim größeren Kontext hängen. Das bedeutet, wenn ich um Entschuldigung bitte, dann muss derjenige gegenüber ja, das auch annehmen, um mich zu entschulden. So, ja, das sagt ja das Wort schon, entschulden. Mhm. Eine Vergebung ist etwas, was ich in erster Linie mal für mich mache. Ja? Wo ich sage, ich vergebe, wie gesagt, weil ich schon sagte, meine Fehler, Macken, Fehlverhalten haben wir alle schon mal. Ja? Oder sind mal hochgegangen wie ein Vulkan und haben Sätze und Wörter gebraucht, die einfach aus der Emotion herauskommen, die man aber gar nicht so gemeint haben in dem Sinne. Dann geht es für mich nicht um Schuld, sondern aber dann geht es um Vergebungsarbeit, wo ich dann sage, okay, erstmal vergebe ich mir, dass ich in dem Moment jetzt so eine Drecksau war, ja, und dann natürlich im Dialog mit dem anderen auch zu gucken, okay, was ist an Konfliktpotenzialen ja noch da? Insofern sind das für mich nämlich nicht die gleichen Dinge, ja, das Thema Entschulden und das Thema jetzt habe ich einen Faden verloren. Vergebung, genau. Ja, das wollte ich damit sagen. Weil es ist nicht immer so, dass wenn ich Fehlverhalten von anderen Leuten mitbekomme und merke, okay, ich kann ihm das vergeben, ja, dann ist es ja auch die Frage, und da kommen wir jetzt zu diesem Thema, wo findet denn diese Vergebung statt? Ist es in der Ratio oder ist es wirklich im Gefühl? Und da muss man mal genauer hingucken, denn oft ist es so, dass wir ganz schnell sagen, ja, entschuldige, angenommen oder ich vergebe dir das, keine Frage. Aber wir merken, wenn wir da reinspüren in die Situation, da ist plötzlich immer noch ein Groll da. Das heißt also, es scheint hier unterschiedliche Ebenen zu geben, auf denen das Ganze abläuft. Ne?
Ja, ich hatte ja vorhin schon das Heart Math Institute angesprochen, die das also heutzutage tatsächlich messen können, die Herzschwingung, und es findet definitiv im Herzen erstmal statt, die Vergebung. Deswegen hilft es auch zum Beispiel, das hat auch Greg Braden immer wieder erwähnt, einfach nur die Hand aufs Herz zu legen, zum Beispiel während ich dieses Ho'oponopono mache. Und auch im Anschluss, wenn ich fertig bin, dann sage ich auch, lass uns noch einen Augenblick reinspüren mit der Hand auf dem Herz, mit geschlossenen Augen. Und dann merkt man so richtig, ob das angekommen ist. Es ist, als wie man sagt, ja, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja. Und was dann das Schöne ist, also dass dann auch eine Synchronisation stattfindet zwischen Hirn, Verstand und Herz, weil dann kann der Verstand es auch nachvollziehen. Okay, ich habe die Situation mit in mein Leben gezogen, es hatte was mit mir zu tun. Und dann ja, ist das ist der Verstand auch glücklich. Und was ich auch sehr interessant finde, dass die nachgewiesen haben, dass wir auch tatsächlich Gehirnzellen im Herzen haben. Ja? Also, dass wir dort quasi schon in dem Sinne nachdenken können, aber eben mit einer ganz anderen Qualität. Unbedingt sogar, ja. Ich glaube, Gliazellen oder so, wie das hieß, auf jeden Fall sind das Neuronen, die man eigentlich im Gehirn findet, ja. Ich persönlich finde das eben genau wichtig, dass wir das nochmal klar rausarbeiten, ja, dass eben, wie gesagt, Vergebung in der Regel bei den meisten Menschen, muss man leider sagen, eher auf der Verstandesebene funktioniert und eben wie dieser emotionale Konflikt, um es mal vielleicht deutlicher zu sagen, meistens dann noch Bestand hat. Und dann wird es schwierig, dann werden die Leute nachtragend. Ja, das baut ja alles aufeinander auf, ja, weil eben genau dieser Konflikt noch nicht gelöst ist. Und ich glaube, jeder unserer Zuschauer hat schon mal dieses Gefühl gehabt, wo man merkt, man hat irgendeinen Menschen, bleiben wir mal jetzt bei dem Konflikt zwischen zwei Menschen, man hat den Menschen gern, man hat Fehlverhalten gehabt und man merkt richtig, wenn der andere es ernst meint mit seiner Entschuldigung, ja, also er entschuldet uns und wir vergeben auch uns selber und natürlich auch Fehlverhalten vielleicht von der anderen Seite, wenn es die gegeben hat, welcher Stein da wirklich ins Rollen kommt und welche Last von uns genommen wird, ja. Und da sehen wir, wie mächtig das ist und wie wichtig das dann auch ist, dass es eben nicht nur auf der rationalen Ebene letzten Endes stattfindet, sondern dass es tief in die Emotionen reingeht und da auch fühlbar zu einer Auflösung eines solchen Konfliktes kommt. Ja, ja. Ja. Manchmal, wie gesagt, ist es sehr leicht, wenn das Thema schon an der Oberfläche ist. Ich hatte am Anfang dieses Beispiel mit dem Geld gemacht. Jetzt könnte man vermuten, ja, dann mache ich das jetzt jeden Tag und ich bin schon Multimillionär. Das ist nicht so passiert, weil ich war eben da mit meinem Bruder sowieso schon in einer guten Schwingung und auch mit dem Gast, der hier war bei uns. Und man kann es halt nicht beliebig oft machen und dann denken, okay, das verhilft mir dann. Mit den Millionen, das ist eben das vom Verstand her. Ich denke, ich will das anziehen und immer mehr, das kommt dann eben nicht vom Herzen, sondern ja, so, ich brauche nicht mehr arbeiten, leg die Füße für immer hoch oder so. Genau. Von daher, ich glaube, dass es tatsächlich so eine höhere Intelligenz gibt, wann das wirklich funktioniert, wann es wirklich mein Herzensthema auch ist. Und da gibt es ja auch unendlich viele Diskussionen. Warum funktioniert jetzt dieses The Law of Attraction nicht immer? Und so, ich glaube, da liegt ein großer Schlüssel. Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass, wie du schon gerade sagtest, wenn wir eine Sache mit dem Herzen machen, dann kommen die Dinge, die wir benötigen, um sie zu machen. Davon bin ich selber persönlich auch überzeugt. Aber natürlich haben wir auch unser Ego und unseren Verstand. Mhm. Und wir sind nicht ständig im Herzen. Also ich kann das, gut, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ja. Also mir gelingt das auch nicht immer per se. Und dann sind wir allzu leicht, sind wir natürlich dann in so ein Fahrwasser drinne, wo wir dann sagen, jetzt haben wir die ein oder anderen Sachen, die gewisse Dinge funktionieren schön, warum nicht mehr? Und das ist auch okay, dieses, aus meiner Sicht, diese Dinge zu haben. Ja. Als Unternehmer bist du immer bestrebt, was geht noch? Ja. Und ich meine jetzt nicht nur im Sinne von Profit, sondern was kann ich noch tun? Aber dann sind wir eben halt oft eben dann plötzlich nicht mehr auf der Herzensebene, sondern in der Verstandesebene. Kann ich nur von mir sprechen, geht mir genauso. Ohne, sage ich so wie es ist, ohne unser Team, was auch immer wieder mal nachjustiert, und wir justieren uns ja alle, kommst du auch alleine aus so einem Fahrwasser manchmal gar nicht raus, weil dann bist du so im Kopf auf gut Deutsch, okay, Planung für nächstes Jahr, übernächstes Jahr, was wollen wir machen und so weiter und so fort. Und dann bist du eben nicht mehr in dieser
in dieser Herzensenergie. Und ich glaube, nächstes Thema ist auch, warum viele Erfolg nicht anziehen, weil sie sich eben selber nicht zutrauen. Mhm. Weil sie sich selber schlecht reden und sagen, kann ich nicht, geht nicht, die Voraussetzungen habe ich nicht, habe das ja nie studiert, habe es nicht gelernt. Ach, dann, und nur durchs Machen, das kann es ja nicht sein. Und das machen andere ja so viel besser als ich. Und da sind wir schnell bei dem Thema eben der Glaubenssätze. Warum eben das dann blockiert, ja? Und wir dieses Gefühl zwar, du hast es angesprochen, the law of attraction, auf Deutsch sozusagen das Gesetz der Anziehung, warum es dann eben nicht funktioniert, weil wir versuchen es von der Kopfebene her und der Kopf sagt uns immer, lass es, bleib lieber auf der Couch sitzen, du kannst es doch sowieso nicht und Erfolg wirst du damit schon so gar nicht haben, ja? Und das sind die Dinge, warum es nicht funktioniert. Weil wir es uns in der ersten Linie mal, um aufs Thema zurückzukommen, selber, hier sollten wir uns selber Vergebungsarbeit leisten für die Dinge, sage ich mal, die wir mal nicht können. Aber wir können alles lernen, wenn wir wollen. Ja, wie gehst du da mit Klienten um, die das zum Beispiel das Problem haben und so sagen, okay, ich habe hier ganz offensichtlich einen Glaubenssatz, der mich im Mangel hält? Ja, da kann man natürlich dann das Ho'oponopono sehr gut anwenden, um mögliche Hürden wegzuräumen. Auch ich mache, wie gesagt, mal andere Techniken, EFT ist super erfolgreich oder das mit der gewaltfreien Kommunikation. Sagst du die Zuschauer bitte nochmal, was EFT bedeutet? Emotional Freedom Technik, das ist eine Klopfakupressur. Ja, da kann man also die Glaubenssätze aussprechen, während man sich auf die Akupunkturpunkte klopft oder ich mache das so, dass ich für die klopfe, während sie irgendwie auf einer Massagebank liegen und erst eine Massage bekommen haben, habe ich festgestellt, dass es viel effektiver ist. Und also ich würde es gerne auch ein bisschen differenzieren. Diese klar, die eigenen Glaubenssätze spielen immer eine Rolle. Und die kann man mit solchen Techniken auch gut bearbeiten. Ich will kurz vielleicht jetzt schon die Brücke schlagen, auch wenn wir vielleicht später intensiver reingehen. Ich habe ja diese politische Heilarbeit entworfen. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich habe festgestellt, viele Menschen, die haben wegen mir ihren Traumberuf gefunden. Ich hatte zum Beispiel einen Kfz-Mechaniker, der ist total aufgegangen in dem Job, weil er eben kreativ arbeiten konnte. Er hat also immer die Fehler gefunden, war ein sehr älterer, erfahrener Techniker und ja, es war aber dann immer mehr so, dass der Leistungsdruck gestiegen ist in der Firma. Es sollte eigentlich mehr verkauft werden an Neuteilen. Man wollte gar nicht, dass er das repariert, in den Fehler findet ewig lang. Nur wenn es mal ein ganz alter Oldtimer war oder ein super wertvolles Auto, wo er quasi seine Fähigkeiten anbringen konnte. Ja, und er hat dann letztlich gekündigt. Ich habe gesagt, okay, versuch mit den Leuten zu sprechen. Weil er sagt, es muss alles schnell gehen, Winterreifen, zack, zack, drauf und da sind die Jungen fitter. Und da habe ich halt das Gefühl, es reicht nicht nur bei seinen eigenen Fehlern zu gucken. Ja. Und das ist jetzt ein Beispiel, ich weiß nicht, von Dutzenden oder Hunderten vielleicht, die ich kennengelernt habe, die wirklich für sich gemeint haben, hey, ich bin eigentlich in meinem Beruf, den ich gut kann und ich bin jetzt auch kein Alkoholiker, dass ich irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe kriege oder habe andere mega Probleme, bin vielleicht nicht erleuchtet, aber ich habe eigentlich meinen Job im Griff. Ja, und trotzdem läuft es nicht. Jetzt gerade während der Lockdown-Zeit war das ja ganz deutlich, dass Leute, die eigentlich funktionierendes Geschäft haben, einfach das geschlossen bekommen haben. Und deswegen ist so mein Ansatz, dass ich halt in der Sitzung immer gucke, welchen Anteil habe ich daran und welchen haben vielleicht mögliche Leute im Außen, die Politik oder mein Nachbar oder was auch immer. Und dann kann ich das halt mit bearbeiten in so einer Session und sagen, okay, kann ich daran was ändern an der politischen Situation? Erstmal vielleicht nicht, aber auch mit denen kann ich dieses Ho'oponopono machen. Das ist ja das Schöne, ich erreiche selbst die höchsten Politiker über dieses Energiefeld. Das heißt ja nicht, dass ich sofort dort jetzt was verändere in der großen Politik. Aber es ergeben sich vielleicht andere Sachen. Ja? Zum Beispiel bei diesem Automechaniker hat er gesagt, wisst ihr was, ich repariere jetzt nur noch die Autos von meinen Freunden, die wissen das zu schätzen. Und ich kündige einfach. Ja? Also dann geben sich eben andere kleine Wunder. Und meine Vision ist, dass wenn aber viele Leute das machen würden, eben das anzusprechen und nicht nur mit mir persönlich, sondern auch an der Arbeitsstelle. Ja, weil er sagt, in seiner Firma ist hohe Fluktuation, weil alle diesen Leistungsdruck haben.
Dann sage ich, wenn alle das ansprechen würden, würde sich unter Umständen auch das dort mal ändern, in dieser Firma oder insgesamt im Turbokapitalismus. Hm. Ja, soweit. Ja, da braucht es auch den Mut. Ich möchte ganz kurz nochmal sagen, ne, Spiritualität, Erleuchtung, wie auch immer wir das nennen wollen, dafür muss man nicht im Ashram hocken, ja, im Schneidersitz oder im Lotussitz. Das kannst du auch beim Daimler am Fließband erreichen. Nur das, ja, weil du gesagt hast, ja, der ist jetzt in der Kfz-Werkstatt. Und hier mal ganz kurz ein Sidekick. Hier sehen wir, dass Menschen eben nicht alle Maler, Künstler, Coaches oder spirituelle Lehrer werden müssen, sondern dass du auch in der Kfz-Werkstatt deinen Traumberuf natürlich erleben kannst und da es auch etwas zu etwas bringen kannst, ja, Fähigkeiten dir aneignest, wo du aufgrund der Intuition schon weißt, da in der Region irgendwo am Auto ist es so, dann fängst du an zu hören, ach, da klopft der Motor und das klingt nicht so, wie es sein soll. Und deswegen wirst du gut in deinem Job, ja, weil du ihn gerne machst. Und das ist auch das Entscheidende. Ich habe vergeben richtig gut gelernt vor ungefähr 10, 12 Jahren. Also fast zeitgleich, als ich von Ho'oponopono gehört habe. Ich habe damals angefangen mit Gitarre spielen. Und da muss ich mir viel vergeben, weil das ist ja wichtig. Ne? Wie sage ich es ganz oft, wenn du etwas Neues lernst, dann geißel dich nicht dafür, dass es nicht geht. Ja? Scheitern ist normal und daran musst du, daran erkennst du, wie gut du deine Ziele gesetzt hast. Je öfter du scheiterst, kannst du merken, okay, mein Ziel war noch nicht hoch genug, okay, dann hast du den Antrieb, mehr zu lernen. Und gerade wenn man neue Dinge macht, sei es auch in der spirituellen Szene oder man ist jetzt sogenannt aufgewacht oder was auch immer, dann müssen wir uns das auch in erster Linie mal vergeben, dass wir, was weiß ich, 20, 30 Jahre das falsche Glaubenssystem hatten, ja, und jetzt neu starten, mehr oder weniger. Und dass wir da noch nicht so gut sind, dass wir da was zu lernen haben. Und all das eben nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als etwas Positives zu begreifen. Ja? Und da ist doch Vergebungsarbeit am allerwichtigsten. Gerade wie gesagt, wenn ich was Neues lerne und übe, egal was es ist, dann mache ich Fehler, ich bin noch nicht so gut, meine Ohren sind besser als das, was ich spiele. Ja, das ist aber normal. Ja? Das ist doch normal. Und viele, aber ich kenne so viele, die aufgegeben haben, dann egal, jetzt nicht nur beim Instrumentenlernen, sondern generell, auch wenn man im Leben was erreichen will oder was Neues machen möchte, dass man einfach schon an der ersten drei Hürden scheitert, eben aufgrund der Glaubenssätze oder nicht das Durchhaltevermögen erzeugen kann, weil man sagt, es funktioniert sowieso alles nicht, geht nicht, ich kann es ja eh nicht. Und da sehen wir, wie viel eigentlich grandiose Existenzen eigentlich scheitern aufgrund nicht verstandener Prinzipien, die erstmal essentiell sind. Ja? Wenn ich nicht selber frei bin von vielen Dingen, ja, wie soll ich denn selber Freiheit im Außen erlangen durch einen neuen Job, durch eine neue kreative Arbeit oder was auch immer, durch eine Selbstständigkeit? Wie soll das gehen, ne? Hm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen und geht mir auch so, genau. Aber auch ich merke, dass ich es immer wieder anwenden muss und noch viel öfter eigentlich anwenden könnte. Diese Techniken, oft versuche ich dann doch erstmal mit dem Verstand daran zu gehen. Und das würde ich gerne mal ausweiten auf die, ich meine, du hast jetzt so einen Internetsender und es gibt ja inzwischen sehr viele, die auch politische Themen bearbeiten. Und meine Idee ist eigentlich, dass man schon während man so eine Sendung macht oder einen Artikel schreibt über Missstände, ja, manche meinen, okay, es gibt Chemtrails, die uns nicht gut tun oder irgendwelche, was weiß ich, dass die Impfungen schlecht sind. Egal, was es ist, dass ich quasi nicht nur die Fakten zusammentrage und meine, okay, ich habe jetzt in dem Recht und der andere ist quasi der vermeintlich Schuldige, der mir nichts Gutes will, sondern ich ein Stück weit meiner Zeit und Energie schon immer dem gebe, was habe ich damit zu tun, beziehungsweise die andere Variante war ja, dass ich etwas ablehne, verurteile und das also viel öfter anwendet, quasi im Alltag. Das merke ich auch, dass wenn ich über irgendwelche Sachen rede in der Politik, dass ich sofort meine, ja, ich wüsste es ja und vergesse dann ganz schnell diese tolle Arbeit, ja.
Das ist ja genau der Grund, warum wir eine Sendung drüber machen, ja, um das einfach mal wieder ins Gedächtnis zu holen. Und schau, ist auch gar nicht schlimm, selbst wenn es nur für uns beide jetzt wäre, dass wir sagen, ah, Mensch, gut, dass wir die Prinzipien mal wieder reflektiert haben, das mal wieder hochgekramt haben. Was ist das? Wir sind alle im Alltag, wir sind alle in einem gewissen Automatismus und dann vergisst du das auch wieder von diesen tollen Techniken, die man die so alle gibt. Ich bin auch keiner, der das jetzt den ganzen lieben langen Tag anwendet, ja, aber ich bin schon sehr wohl jemand, der genau hinguckt und sagt, naja gut, warum bleiben wir aber bei dem Thema? Ne? Wieso gibt es denn ganz offensichtlich Leute auf diesem Planeten, die die Rolle übernommen haben? Und ich sage das jetzt ganz provokativ, die haben die Rolle des Lehrers übernommen. Man könnte auch sagen, ähnlich wie das, jetzt komme ich nicht, ich glaube, es war Mandela, der gesagt hat, ne? Der stärkste Lehrer ist dein Feind. Jetzt wollen wir aber mal nicht in diesen in Feindbildern bleiben, aber es ist schon so. Es gibt ja eine Ebene, wo ich verstehen kann, das sind in Anführungsstrichen arme Schweine. Die haben sich in dieser Inkarnation ausgesucht, uns die Lehrmeister zu spielen, dass wir wachsen können und lernen können. Und bei dem Thema Souveränität, ja, Durchsetzungsvermögen, Selbstbestimmtheit, Selbstbewusstsein und all diese Themen. Ja, wie sollen wir die denn lernen, wenn nicht von außen mehr oder weniger auch mal der Druck kommt zu sagen, okay, ich muss mich jetzt mal drum kümmern um meine eigene Gesundheit, um meine eigene Bildung, welche Skills brauche ich, um im Leben klarzukommen. Und all diese Anreize werden uns ja in der Regel durch Missstände gegeben. Natürlich gibt es die Ebene auch, wo wir das auf der rein intellektuellen Verständnisebene machen könnten. Aber meistens ist ja so, wir lernen am besten durch Schmerz. Ja? Wir sind leider so konditioniert. Finde ich nicht gut, aber es ist, wie es ist. Du lachst schon, jetzt gib mal deinen Senf dazu, genau. Ja, angeblich gibt es zwei Wege, wo wir durch extremen Schmerz oder durch extreme Freude lernen können. Also der tantrische Weg sagt, okay, wenn du immer hinfühlst, wo kann ich noch mehr ins Wahrnehmen gehen, ins Mitfühlen, ins Auflösen, in Genuss sozusagen, das ist also auch eine Variation. Aber ich habe das auch natürlich gelesen, ich glaube das erste Mal bei Neil Donald Walsh in diesem kleinen Büchlein von ihm, Ich bin das Licht, das beschreibt er sehr schön, wie die kleine Seele sich eben nicht vorstellen kann, wie das Licht ist, wenn es alles nur Licht ist, und braucht eben dann einfach Mithelfer, die ihm zeigen, okay, wir inkarnieren uns irgendwo, wo es auch Schatten gibt, und die zeigen uns das. Und ich finde es sehr, sehr, erstmal als Anekdote sehr schön. Aber es gibt ja zum Glück auch so viele authentische Berichte und Forschung über Reinkarnation. Ja, Ärzte, die 3000 Kinder untersucht haben und eigentlich auf normalen Wege festgestellt haben, also normal meine ich naturwissenschaftlich durch Empirie, dass es sowas gibt und dass die Menschen, die eben diese Erlebnisse hatten, nachvollziehen konnten, okay, auf der anderen Seite sind das alles meine Freunde und ich habe mich vorher die Situation ausgesucht und mein Plan war eben tatsächlich, diese Vergebung zu lernen und die Anteile in mir zu erkennen. Ja, und dann darüber hinaus sind wir ja ganz schnell in dem Thema der Dankbarkeit. Wenn ich jetzt in die Ebene gehe, wo ich verstehen kann oder nachvollziehen kann, fühlen kann, dass es also gewisse Lehrer oder auch Dunkelkräfte gibt, die sich das aber ausgesucht haben, um uns die Lehrer zu sein und zu spiegeln und uns dann dabei zu unterstützen, auch wenn es wehtut, souveräner zu werden, wie gesagt, und Selbstbestimmtheit in unser Leben zu bringen und die Dinge selber in die Hand zu nehmen und einfach eben halt mit unseren Schöpferkräften eben halt auch was draus zu machen. Wenn ich in dem Moment dankbar bin, dass jemand diese Rolle übernommen hat, dann ist es freilich sehr, sehr, wenn die Dankbarkeit ehrlich gemeint ist, dann ist es sehr, sehr schwer, überhaupt Groll zu entwickeln oder ein Konfliktpotenzial aufzubauen. Ich bin gegen den und so weiter und so fort. Ja, und dann sind wir wieder im Urteilen. Ich kann aber beurteilen, ich bin nicht gegen den, ich mache aber was anderes. Ja, ich habe andere Vorstellungen, wie ich mir eine Gesellschaft vorstelle, wie ich mir Politik vorstelle. Und dann mache ich das in meinem kleinen Kreis da, wo es geht. Ich bin also nicht gegen etwas, sondern für etwas. Und hier schließt sich ja der Kreis. Und all das hat zusammen mit Ho'oponopono ja zu tun. Ja, die Kunst ist, sich selbst zu vergeben, in die Dankbarkeit zu kommen. Und die Dinge eben halt auch, diese Themen, die wir aktuell auch in der Politik haben, auch mal aus einer höheren Ebene draus zu betrachten. Wie kann ich es denn noch sehen? Außer immer nur zu schreien, dass das natürlich alles, jetzt hätte ich fast gesagt, Vollidioten sind, ja.
Nein, das passiert ja nicht durch Zufall, ja, sondern das hat seine Gründe. Man gibt ja das Sprichwort, ne, jedes Volk hat die Politiker, die es verdient. Ja. Und wenn wir das mal weiterspinnen, auf welcher Ebene haben wir das dann verdient, ja, damit wir lernen, dass es so nicht geht oder so nicht zuträglich ist, so nicht nachhaltig ist, so nicht die nächsten 300 Jahre zu wirtschaften ist. Weder für die Menschen gut, noch für die Umwelt gut, für Unternehmen ist es nicht gut, für die Tierwelt ist es nicht gut. Und glaubt mir mal, liebe Zuschauer, wenn ich jetzt eine vage Aussage mache, für diejenigen, die es umsetzen, ist auch nicht gut. Ja? Weil die haben am Ende, die sind so arm, die haben nur Geld am Ende. Ja, allerdings. Ja? Lass uns aber noch mal ganz kurz zum Schluss eigentlich in der Sendung dann ruhig noch mal ein paar praktische Beispiele nennen. Ja? Also wie kann jetzt ein Zuschauer, der das jetzt zum Beispiel das erste Mal gehört hat oder sich wieder erinnert, dass er das schon mal gehört hatte, was wären jetzt so die ersten Techniken, um jetzt mal zum Beispiel eine Übung zu machen im Bereich Ho'oponopono? Gut, also es fängt damit an, dass ich erstmal in mich hineinspüre, was habe ich mit dem Thema zu tun? Weswegen ist das in mein Leben gekommen? Was kann es mir zeigen, was mir sonst entgangen wäre? Das sind so diese Fragen. Wenn mir irgendetwas nicht gefällt, wenn ich merke, okay, da kriege ich Wut oder meine eben da schimpfen zu müssen, dann stelle ich mir eben diese Fragen und am besten dann einen Augenblick in sich gehen, mit Hand aufs Herz. Wie gesagt, beim Autofahren möchte ich das nicht empfehlen, mit geschlossenen Augen. Ja, und dann kommt in der Regel etwas aufgepoppt in meinem Kopf. Ich merke, okay, tatsächlich, da habe ich was. Und es dürfen auch mehrere Sachen sein. Wenn ich es mir nicht merken kann, kann ich es natürlich mal eben Notizen machen. Was auch sehr interessant ist, wenn ich mir die Frage stelle aus der Position von jemand anderem. Also wir hatten hier zum Beispiel mal Mäuse und einen Holzbock im Haus. Ja, selbst darauf kann man das anwenden. Es war auch dann erfolgreich, dass wir gefragt haben, okay, aus der Sicht der Mäuse, weswegen haben die das angezogen, dass sie in unserem Haus leben oder der Holzbock eben, ja. Und es war ganz praktisch, wir haben dann kurze Zeit später einfach eine Katze bekommen, hatten tatsächlich die Mäuse los. Und mit dem Holzbock hat es sich eigentlich auch verbessert. Und das heißt, ich habe also mehrere Perspektiven, ja, wenn irgendeiner sonst noch beteiligt ist, kann ich auch deren Perspektive mal annehmen und da reinspüren. So, wenn ich dann das habe, dann verspreche ich eigentlich vier Heilungssätze. Das erste ist also, es tut mir leid, I'm sorry. Und da habe ich schon festgestellt, dass manche Menschen das Wort Leid nicht mögen. Gesagt, okay, dann guck, ob ein anderes besser passt, wegen mir, ich habe Mitgefühl oder so. Ich weiß nicht, wie es auf Hawaiianisch original übersetzt ist, im Englischen auf jeden Fall, I'm sorry. Das nächste ist dann das zweite, ich vergebe mir und gegebenenfalls dann auch dem anderen, aber ich fange erstmal bei mir an, dass ich das eben in mein Leben gezogen habe, damit ich das lernen kann, ja, und erkennen kann. Und das nächste ist dann als drittes, ich liebe mich. Und wenn es einem leicht über die Lippen kommt, kann man auch sagen, ich liebe den anderen, der damit involviert ist. Und damit gehe ich eben schon in dieses All-Eins-Sein rein. Und als letztes dann schließt es dann ab, ich danke mir selber, dass ich das jetzt die Erkenntnis habe. Und wenn es mir möglich ist, kann ich auch dem anderen danken dafür, dass er mir das eben gezeigt hat, was bei mir im Argen liegt oder was ich eben verurteile. Ja, wenn du willst, können wir das mal an einem praktischen Beispiel machen. Ja, warum nicht? Gut. Welches Thema wollen wir nehmen? Ja, lass uns ruhig mal die Politik nehmen. Ich glaube, da sind sehr viele im Augenblick da draußen, die eben genau das spüren, ne? Wenn man da so reinspürt bei den ganzen absurden Sachen, die da verkündet werden, dann spüren sicherlich viele Menschen, und ich nehme mich da überhaupt nicht raus, habe ich aber auch da so meine Momente, wo ich da gerne mal mich in Rage reden könnte. Was für Entscheidungen da getroffen werden, die eben überhaupt nicht zum Wohle aller sind und schon gar nicht zu unserem Wohle. Wie gehen wir jetzt damit um?
Ja? Was wäre jetzt also eine zentrale Aufgabe für uns oder eine Masse an Menschen, ja, da Heilung, Linderung, Vergebung und so weiter und so fort herbeizuführen? Ja, also erstmal will ich kurz die Kurzversion vorstellen, weil eben, wie du schon sagtest, es gibt so viel, wo man sich unterhält und dann kann man nicht diesen Prozess, das dauert zwar nicht so lange, aber immerhin vielleicht, was weiß ich, 15 Minuten. Wenn man jetzt mit mehreren ist, dann würde das vielleicht auch alle in der Runde einmal machen. Und man möchte ja die Diskussion vielleicht nicht unterbrechen. Es passt halt vielleicht auch einfach nicht. Ja, aber was ich wirklich dann oft schon gemacht habe in solchen Situationen, dass ich einfach gesagt habe, nur kurz diese vier Sätze, gesagt, ah, okay, tut mir leid, ich vergebe mir, ich liebe mich und ich danke. Ja, das geht dann so schnell, dann habe ich zumindest diese Ebene so ein bisschen eingeladen. Und es macht allen bewusst, okay, es gibt ja auch noch eben diese Herzensebene. Und wir reden gerade alle über das Thema im Kopf und meinen, wir wüssten es besser als die anderen. Und da habe ich wirklich festgestellt, es verändert schon ein bisschen die Schwingung. Klar wäre es eigentlich viel besser, wirklich das ausführlich zu machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben uns ja jetzt extra dafür Zeit genommen. Gut, also, dann stellen wir uns jetzt vor, wir können jetzt ein Thema rausnehmen oder wollen wir allgemein die politische Lage nehmen? Der Krieg ist ja jetzt gerade sehr präsent. Sicherlich auch ein Thema, ja. Fühl du mal für dich rein, was ist für dich das zentralere Thema? Ja, also ich sage mal so, ich habe neulich auch eine Zoom-Konferenz live gemacht mit Menschen, da haben wir auch das Thema genommen, das war dann den alles zu weit. Also wer das jetzt noch nie gemacht hat, der ist unter Umständen überfordert, jetzt diesen Menschen zu vergeben, die da irgendwie sich gegenseitig totschießen und Bomben einfach fallen lassen. Dann nehmen wir ruhig mal die Politik. Dann ist das vielleicht, sage ich mal, jetzt nicht, ja, wir wissen jetzt nicht, wer zuschaut und so weiter. Und wie gesagt, grundsätzlich kann man sich dabei nicht überfordern. Das ist, ja, es geht ja hier, wie gesagt, um Vergebung und Heilarbeit. Da kann erstmal keine Nebenwirkungen eintreten, außer Vergebung und Heilung. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Es war auch total hilfreich, das zu erkennen, dass sie sagen, okay, ich stehe da gar nicht. Und dann ist auch logisch, dass vielleicht der Frieden noch nicht da ist, weil die Menschen tatsächlich noch im Verurteilen sind, die einen wie die anderen. Und dann ist nur logisch, wir kriegen das gespiegelt. Deswegen haben wir den Krieg auch noch. Sonst wäre er wahrscheinlich schon zu Ende, weil die Menschen da einfach nicht stehen. Und es ist halt so, man geht eigentlich immer wie bei jeder Sache vom Einfachen zum Schweren. So wie ich spiele auch ein bisschen Gitarre. Und deswegen würde ich jetzt, wenn ich jetzt Ho'oponopono oder also die Technik lässt sich ja super schnell, das haben wir eben gesehen, diese vier Sätze kann jeder sagen, aber halt erstmal da wirklich in dieses Herzensgefühl zu kommen, ist gut, ein einfaches Thema zu nehmen und dann sich langsam hochzuarbeiten an Dinge, wo ich merke, oh, da kann ich eigentlich überhaupt nicht vergeben, normalerweise von der Verstand her. Und trotzdem, Politik ist ja jetzt allgemein und das heißt auch nicht, dass ich jetzt eine bestimmte politische Richtung damit favorisieren will. Das kann eigentlich wirklich jeder machen. Das ist auch das Schöne, ob es jetzt irgendwie die Antifa ist oder die Grünen oder die Querdenker oder also da. Machen wir es anders, ich habe eine bessere Idee. Vielleicht machen wir es plastischer und bauen aber das Thema Politik aber indirekt mit ein. Lass uns doch über das Thema Souveränität sprechen. Ja, ganz offenkundig haben wir das noch nicht in der breiten Gesellschaft. Deswegen wird uns ständig gespiegelt, dass wir belehrt werden müssen, dass wir bevormundet werden müssen. Und wir Politiker wissen es ja eh besser für euch, die sogenannten Experten. So, also lass uns doch mal dann eher an dem Thema arbeiten, zu sagen, okay, wie können wir denn mehr Souveränität erreichen? Für uns, indem wir uns erstmal verstehen oder darauf verständigen, ja, und auch vergeben können, dass wir es nicht haben im Augenblick. Aber durchaus der Wunsch oder das Gefühl danach da ist, mehr Souveränität im eigenen Leben zu haben. Aber die Grundbasis ist erstmal, sich zu vergeben, dass es eben noch nicht so ganz klappt und sich einzugestehen, ja, ist es vielleicht noch gar nicht so da, wie ich es gerne hätte. Ja, sehr gut, genau, das können wir machen. Ja, dann fangen wir also direkt damit an. Wenn du willst, kannst du mitmachen und die Zuschauer auch, indem wir uns also jetzt diese Frage stellen, da wo ich spüre, dass ich eben nicht souverän bin.
das ist vielleicht für jeden woanders, eben die politische Ebene ist vielleicht am deutlichsten. Warum habe ich das in mein Leben gezogen? Was kann ich dadurch lernen? Und was kann mir dadurch eben bewusst werden? Dann legen wir jetzt die Hand aufs Herz, legen es in die Augen und spüren den Augenblick in uns rein. Gut, und dann sage ich immer, wenn wir in der Gruppe sind, wer soweit ist, kann dann die Augen öffnen. Wunderbar. Das ist dann so ein Zeichen. Ich merke jetzt, wenn wir jetzt eine Gruppe haben, okay, jeder ist soweit. Wenn einer ganz lange braucht, dann sage ich dann auch schon, okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Gut. Und also ich fange jetzt einfach mal an. Das mache ich auch sonst in den Gruppensitzungen. Das ist sozusagen derjenige, der die Technik halt schon gut beherrscht, einfach ein bisschen das zeigt. Also mir kam, dass ich schon jetzt in der Politik den Eindruck habe, dass verschiedene Sachen dem Bürger jetzt gerade oktroyiert werden, die man ein bisschen als Bevormundung empfinden kann, in welcher Art und Weise ich mich, was weiß ich, meine Gesundheit schützen muss. Ja, es gibt Leute wie Wim Hof, der macht Eisbaden und hat nachgewiesen, braucht überhaupt, kann, selbst wenn es intravenös verabreicht wird, so fiebererregende Bakterien, kriegt er kein Fieber. Und oder eben die, was weiß ich, 100 Milliarden für Kriegsausrüstung auszugeben, finde ich auch, das Geld der Bürger so auszugeben, finde ich als Bevormundung gut. Und wenn ich jetzt reingespürt habe, wo kenne ich das in mir? Da sind mir also unendlich viele Beispiele gekommen, wo ich selber sehr bequem bin, wo ich genau weiß, hey, das hätte ich mir schon längst selber aneignen können. Das erste Beispiel war hier mit dem Mikrofon, das ich dir am Anfang erzählt, dass ich gar nicht genau weiß, wie man das freischaltet, ein externes Mikrofon. Da frage ich ja mal jemanden, statt mich mal selber mit dem Computer zu beschäftigen. Ja. Oder auch viele handwerkliche Dinge. Klar, ich lasse mir gerne helfen, aber habe immer wieder gemerkt, jetzt ist es schon wieder dritte, vierte Mal, wo du bei derselben Sache helfen lässt. Ich hätte eigentlich aufpassen können. Wie kann ich das selber machen? Und auch das, was ich jetzt sozusagen für mich politisch erkannt habe, das hatte ich auch nicht immer, obwohl ich, wie gesagt, damals Politik studiert habe. Da habe ich alles auch gar nicht in Frage gestellt. Auch, dass ich überhaupt zur Schule gegangen bin. Ich habe jetzt junge Menschen kennengelernt, die sagen, hey, warum brauche ich überhaupt Schule? Es gibt Möglichkeiten, ganz legal, wegen mich gehe nach Österreich, brauche da keine Schule. Es gibt so viele andere Varianten, Fernschule, habe ich Schüler kennengelernt. Also wo ich ganz lange immer wieder bei den verschiedensten Themen gemerkt habe, da war ich selber komplett in dem, was man mir erzählt hat, gefangen. Und das ist ganz normal, dass die Welt eben da ist, wo sie ist, weil eben jeder erst dahin kommt. Muss, darf, mit den Schritten und in dem Tempo, wie er für sich entscheidet. Ja. Gut, also das ist jetzt, was mir also so gekommen ist im Kopf, als Beispiel. Und jetzt spreche ich die Heilsätze dazu. Das ist also, auch da kann ich die Hand aufs Herz legen und sagen, okay, es tut mir leid, ich habe Mitgefühl mit mir, dass ich das so in mein Leben gezogen habe, die politische Situation, denn ich konnte es selber bisher auch nicht besser, als es mir eben bisher möglich war. Und ich verzeihe mir aber dafür, ich weiß, das ist eben mein Lebensweg und auch der Lebensweg der anderen Mitmenschen hier auf der Welt. Ich kann auch denen voll und ganz verzeihen, inklusive den Politikern. Und ich liebe mich so, wie ich bin. Ich weiß, dass es mein Lebensweg ist. Und so viel Liebe wie möglich schicke ich auch nach außen in die Welt. Auch wenn ich weiß, dass ich noch nicht ganz rein bin, vielleicht mit allem, was passiert. Und ich danke auf jeden Fall für die Erkenntnis. Es hat mir jetzt sehr gut getan. Und ich danke
für die Möglichkeit, das hier auch öffentlich machen zu können. Das ist was ganz Besonderes. Dankeschön. Dann erstmal natürlich bitte, ja, also sehr, sehr gerne. Bei mir, um vielleicht das abzuschließen, war das Thema, erstens war schon eine Dankbarkeit, also das ähnliche Thema, was ich gerade gesagt habe, dass das im Außen gespiegelt wird, dass wir es eben kollektiv noch nicht sind. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wo bin ich denn schon? Habe ich ausreichende Souveränität? Da war jetzt nichts klar Zuordnenbares, aber was dann sofort danach kam, war dann das Thema, warum habe ich damit nicht schon früher begonnen, Aufklärungsarbeit zu leisten? Was kann ich noch besser machen? Was kann ich noch mehr machen? Brauche ich überhaupt noch mehr? Und dann wich das aber der Erkenntnis und auch dem Gefühl, ich kann eh nicht alle retten. Wir erreichen auch nicht alle. Ist auch nicht meine Aufgabe, jeden zu erreichen und jeden zu retten. Ich kann es aber so gut es geht für mich tun und das Bestmögliche jeden Tag machen, in der Emotion und auch in der Ratio, um diesen Weg weiterzugehen. Und dann ist auch das Thema der Dankbarkeit, dass ich es tue. Ja, also wo ich das für mich dann abschließe und dann auch für mich sozusagen die Vergebungsarbeit leiste. Ja, ich habe halt nicht schon vor 20 Jahren damit angefangen, obwohl ich es hätte tun können. War ich noch nicht so weit. Ich erreiche nicht jeden, ich erreiche auch nicht alle. Ich kann vielleicht ein Stück weit die Welt verbessern und das ist auch mein Ansatz und auch mein Versuch und auch die Durchsetzung letzten Endes. Und das zeigt mir dann am Ende für mich persönlich, ja, es ist ein Thema, was eigentlich bei mir persönlich jeden Tag auf dem Tisch liegt. Insofern ich Aufklärungsarbeit mache oder Aufklärungssendung mache. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ich mich Gott sei Dank nicht den lieben langen Tag damit beschäftige. Ja, das habe ich in den letzten 20 Jahren gemacht. Deswegen kann ich heute, wenn wir so eine Stunde Sendung machen, dann ist das für mich gefühlt anderthalb Stunden, sich damit zu befassen. Und da passt es dann für mich auch rein. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das also nicht ständig wälzen muss und mein maximales Potenzial dafür einsetzen kann, die Dinge öffentlich zu machen. Ich bedanke mich für mich für den Mut, den ich habe entwickeln müssen. Ich habe früher nie, never ever gedacht, jemals TV zu machen oder mich öffentlich zu zeigen und so weiter und so fort. Und all das sind Dinge, wo ich gelernt habe, damit umzugehen, mich nicht eben selber zu geißeln und es einfach zu tun. Ja, und unabhängig davon, wie viele Menschen wir erreichen. Wenn es einen erreicht, dem es hilft, der einen anderen Pfad einschlägt dadurch, ja, oder sich selber besser verstehen lernt, dann ist diese Arbeit Gold wert gewesen und es braucht keine Tausende von Leuten, die es erreicht. Schön ist es aber trotzdem, wenn es so wäre. Und das ist etwas, was mich dann am Ende auch wieder, das ist ein Wort, was ich selten benutze, aber das ist etwas, was Glückseligkeit am Ende erzeugt. Denn ich tue das, was ich gerne mache, was ich für wichtig erachte, was ich für moralisch, ethisch vertretbar machen muss sogar, ja, das ist für mich ein ganz zentrales Thema, mich hier zu engagieren, in diesem Bereich, in unserem Verein engagieren und hier eben die Rolle des Moderators zu übernehmen und zu sagen, okay, wir wollen die Welt ein Stück weit besser machen, wir wollen sie verändern, dann müssen wir es selber vorleben, dann müssen wir es selber auch machen. Und da bin ich dankbar, dass wir die richtigen Leute dafür haben, das Team dahinter steht, alle mit dem Herzen dabei sind und das die wesentlichste Qualität ist. Da kann man dankbar sein. Und der Wunsch ist dann auch da, möge jeder davon, von den ganzen Sendungen, die wir machen, so viel mitnehmen und so viel Stärke, Souveränität, Mut entwickeln, es uns einfach gleich zu tun. Das ist mein Wunsch an die Menschen da draußen. Ja, sehr schön. Gut. Sind wir fast schon durch, würde ich sagen. Also ich finde, das war jetzt rund. Wenn dir noch was einfällt, wo du sagst, da möchte ich noch einen I-Punkt hinzufügen, dann wäre jetzt die Gelegenheit. Ja, gerne. Und zwar hatte ich ja schon erwähnt, dass ich aus verschiedensten Techniken diese politische Heilarbeit zusammengesetzt habe. Und ich habe auf meiner Webseite, vielleicht hast du nachher die Möglichkeit, das irgendwie zu verlinken, einen kleinen Artikel geschrieben darüber. Und meine Vision ist diese Heilarbeit, wovon Ho'oponopono sicherlich der größte Anteil ist, anzubieten mit am besten 8000 Menschen gleichzeitig. Das ist gut, das kann ja auch über eine Zoom-Konferenz sein. Besser wäre es, wenn irgendwo sich ein Platz findet, wo man das alle zusammen live machen kann.
Denn ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wenn das alle Menschen, also nicht alle, sondern eben diese 8000 nur machen würden, dass sich dann tatsächlich das über das morphogenetische Feld weltweit ausbreitet. Es gab in den 70er Jahren schon dieses Maharishi-Experiment, wo die meditiert haben auf den Weltfrieden. Und ich meine, da es war auch 70%, wo es zurückgegangen ist. Und was ich wirklich festgestellt habe, dass Ho'oponopono und diese anderen Heiltechniken wirklich für ein spezifisches Thema wirksamer sind, als einfach nur zu meditieren. Wenn ich jetzt mit einem Nachbar Stress habe, ja, und ich an Stille meditiere, komme ich bestimmt eine Weile zur Ruhe. Aber wenn ich ihn dann das nächste Mal begegne und das Thema ist nicht gelöst, dann ist der Stress schnell wieder da. Und wenn ich aber auf ihn zugehen kann und sage, hey, es tut mir leid, was da passiert ist, ich vergebe dir und ich möchte auch, dass du mir vergibst für die Anteile, die ich vielleicht verkehrt gemacht habe. Ich danke dir, dass wir gesprochen haben und ja, ich mag dich so, wie du bist. Ja, das ist dann wirklich von Dauer. Also klar, können immer wieder neue Probleme auftauchen, das ist klar. Aber diese eine Sache ist wirklich, habe ich festgestellt, in den Coachings nachhaltig. Und von daher habe ich einen ganz großen Wunsch, Unterstützung zu bekommen für die Umsetzung von so einem Projekt. Vielleicht dieses Jahr noch oder spätestens nächstes Jahr, weil meine Möglichkeiten reichen nicht aus, um sowas auf die Beine zu stellen. Deswegen schicke ich das jetzt hier mal über den Äther. Wenn Menschen Ideen haben, wie man sowas umsetzen kann, dann bin ich ja sehr dankbar. Und wenn es nicht im Großen ist, dann werde ich es wahrscheinlich einfach mit, was weiß ich, vielleicht 80 Leuten in unserem Seminarhaus machen oder so. So viel passen da rein. Möge es die Menschen erreichen, für die das eine dringliche und eine wichtige Botschaft ist. Ja, und ich sage das auch relativ häufig. Es gibt, wir Menschen, jeder für sich, sind schon irrsinniges Potenzial. Und wir haben sehr viele Möglichkeiten, die Welt wirklich zu verändern. Mit unserer Seelenpower, so möchte ich das jetzt mal nennen. Aber wenn viele Menschen zusammenkommen und einige Themen gehen eben nur im Kollektiv, gehen also nur mit sehr viel mehr Seelenpower, dann können wir die Welt wirklich verändern. Und zwar sehr, sehr zügig, sehr, sehr schnell. Und das sehe ich absolut als so eine wichtige Botschaft an, dass wir jeder für sich etwas leisten kann. Und es gibt natürlich die passive Konfliktlösung und den aktiven Part dabei. Ich bin ein Freund davon, beide zu integrieren, sowohl für mich zur Ruhe zu kommen, um die Emotionen zu verarbeiten, die bei einem Konflikt hochkommt, und dann in den aktiven Part zu gehen und zu sagen, jetzt unterhalten wir uns darüber, wir tauschen uns aus und wir arbeiten an dem Thema Vergebung, Entschuldung etc. pp. Und zwar so, dass es für uns beide gelöst ist. Und bei manchen gelingt es und bei manchen gelingt es eben nicht. Auch das ist die Erkenntnis, dass man sagt, okay, dann braucht es eben halt noch was. Ja? Und das ist nichts Schlimmes dabei. Jeder von uns lernt jeden Tag. Jeden Tag. Ja? Und auch wir, die das jetzt öffentlich machen, sind doch kein Deut besser als alle anderen da draußen in dem Sinne. Ja? Wir haben nur einen Weg gefunden, es zu verkünden. Oder das ist unsere Art der Hilfeleistung. Aber es kann auch genauso, wie ich das vorhin schon sagte, jemand am Fließband sein oder ein Fliesenleger, ein Fensterputzer. Alle diese Menschen haben wichtige Aufgaben in diesem Leben. Und vielleicht nicht nur dafür zu sorgen, dass das Glas sauber ist. Ja? Und hier sehen wir eigentlich schon gerade, leider in unserer Gesellschaft werden ja diese Reinigungskräfte immer sehr unterbewertet und abgestempelt als, naja. Aber sie machen etwas sauber. Ja, sie kümmern sich darum, Reinheit zu erzeugen. Welches große Geschenk liegt denn da inne? Ja, verändern Sie die Welt damit? Ja, tun Sie. Und zwar sichtbar für jeden, denn das Fenster ist hinterher sauber. Sie erzeugen vielleicht den größeren Effekt als wir Quatschköpfe, um das jetzt mal zu sagen. Aber es ist ja so. Und so kann man das vielleicht auch mal betrachten. Und dann kommt man aus dieser Verurteilung nehme ich raus. Ja, jeder Job ist wichtig und jede Berufung ist wichtig und jeder Mensch hat seine Aufgabe. Und das ist das meine Abschlussbotschaft. Möge jeder seine Aufgabe auch finden, die er eben gut kann, die er gerne macht und dann zum höheren Wohle zur Verfügung stellt. Dann darf auch das, was wir materielle Fülle, emotionale Fülle, dann kommt das auch. Fast von allein. Ja. Würdest du das unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall wunderbar. Wie kommt es auch mit männlichen und weiblichen Energien zu verbinden? Noch ein Bild, das habe ich mal gesehen, ein Film über 2012, Der Weiße Weg. Da war eine Pyramide von den Mayas gezeigt. Da war eine Statue und dem Menschen fehlte der Kopf. Da war ein Loch. Und die Statue hatte hier die Hände so ausgebreitet. Und auf der einen Seite ist der Kondor angeflogen kommen, auf der anderen Seite der Adler. Und die Überlieferung heißt, das steht eben für männliche und weibliche Energie, diese zwei Vögel. Und wenn die zwei Energien sich vereinigen, dann wird der Mensch eben nicht mehr kopflos durch die Welt laufen. Und das bedeutet für mich, das, was wir hier gerade machen, also erstmal Missstände benennen, zu sagen, okay, da ist irgendwas, was meine Freiheiten einschränkt wegen mir. Und dann aber eben diese Herzenstechniken anwenden. Ja, und ich glaube, wenn jetzt, ja, es gibt inzwischen so viele alternative Sender. Ja, ich fände es natürlich auch schön, wenn die Mainstream-Medien das anwenden würden. Aber ich glaube, selbst wenn die nur die, in Anführungsstrichen, nur die alternativen Medien das anwenden würden, und dadurch die Leute, die das lesen und hören in diesen Sendungen, dann merken, ah, okay, es geht ja jetzt um Vergebungsarbeit. Ne? Auch wenn es ein Vorteil ist über irgendwas, was ich, politische Missstände, dann wird das eingebaut. Dann bräuchten sich die 8000 Leute vielleicht gar nicht treffen, sondern dann wird es tagtäglich überall praktiziert. Ja, das ist für mich gut, sicherlich dann auch für das große Ganze. Man ist immer gut beraten, wenn das Thema auf dem Tisch liegt, es gleich zu bearbeiten und nicht wieder nach hinten zu verlegen. Also wenn ein Konflikt da ist, zu gucken, habe ich die nächsten paar Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten mal irgendwann Ruhe, Freiraum, um dieses Thema gleich sozusagen anzugehen, wenn es eben, ne, anklopft auf gut Deutsch. Das ist sicherlich wichtig, weil, wie gedacht, wir verdrängen das oft und legen das auf später und so weiter und so fort. Aber auch da haben wir wieder das Problem, ja, dass dann fehlt da die aktive Handlung. Und na klar, was soll sich verändern, wenn wir gar nichts tun? Das ist doch logisch, wie soll das gehen? Ja? Bei Quantenphysik gibt es das Beispiel sein, tun, sein, tun, sein, tun. Und zwar nur so, immer im Wechsel. Und das zeigt Balance, ja, zu erreichen. Und zwar so gut es geht in allen Lebenslagen, wo es geht. Und sich eben, wie gesagt, nicht dabei grämen oder selbst verurteilen, wenn es noch nicht so weit ist. Wenn du, lieber Zuschauer, aber schon auf dem Pfad bist, egal ob nun 20 Kilometer weit oder erst den ersten Schritt, herzlich willkommen. Wir gehen alle den gleichen Weg. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Manche sind schon weiter gelaufen, kennen vielleicht den ein oder anderen Weg, kennen aber auch vielleicht die ein oder andere Abkürzung. Oder anders ausgedrückt, kennen vielleicht das ein oder andere Fettnäpfchen. Ja, so hast du die Möglichkeit zu lernen, wie wir alle. Ja, und das ist das, grämt euch nicht. Jeder Tag ist möglich, etwa eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, heute mache ich es anders. Fangt mal an mit, wenn ihr Rechtshänder seid, mit links die Zähne zu putzen. Beobachtet mal, was dabei passiert. Fahrt mal einen anderen Weg zur Arbeit, damit neue Eindrücke kommen. Und so weiter und so fort. Tut die Dinge mal auf eine andere Art und Weise, die ihr tägliche Routine habt. Und ihr werdet merken, wie euer Bewusstsein und eure Wahrnehmung plötzlich aufmacht. Und ihr Dinge erlebt, die ihr vorher nicht erlebt habt. Selbst bei solchen banalen Kram wie mit der anderen Seite mal die Zähne zu putzen. Alles ist möglich, wenn wir es denn nur wollen und dann auch umsetzen. So sei es. Das war Schlusswort. Liebe Zuschauer, erstmal für dich natürlich, Gerald, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir sehen uns ja bald schon wieder zu dem nächsten Thema, gewaltfreie Kommunikation, etwas, was darauf nochmal aufbaut, auf Ho'oponopono, wie wir überhaupt, sage ich mal, auch in einer größeren Gruppendynamik vielleicht die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungsfindungsprozesse zu machen und überhaupt uns mal mitteilen, ohne den anderen ständig abzuwerten, anzugreifen oder sonst irgendwas. Lieber Zuschauer, wenn es dir gefallen hat, dann bitte bewerte auch unsere Arbeit in Formen von einem Daumen und einem Kommentar. Und wenn du den Kommentar schon mal irgendwo geschrieben hast, kopiere ihn bitte und kopiere ihn ganz gerne auch auf die anderen Plattformen, wo wir sind. Denn so zeigst du den Menschen auch da draußen, hey, das ist vielleicht eine lohnenswerte Sendung. Danke für euren Support, danke fürs Zuschauen, danke für eure Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, schöne Zeit, bis zur nächsten Folge. Alles Gute. Tschüss, allen zusammen.